Und Die wir sind Bundesregierung hat damit wieder das zurück im Wort. Die Deutschen Kollegin nennt Bundestag. sie. Hier wurde gerade die Aktuelle Stunde aufgerufen. Nancy Faeser wird sich als erstes zum Staatsangehörigkeitsreform Frau hier Präsidentin, äußern. sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Ich sage das oft und wiederhole es auch heute, weil es wichtig und richtig ist. Es hat viel zu lange gedauert, bis diese Tatsache anerkannt wurde, meine Damen und Herren. Von den 83 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, haben mehr als 10 Millionen keine deutsche Staatsangehörigkeit. Das sind fast 9%. Mehr als die Hälfte von diesen Menschen lebt aber bereits seit mehr als 10 Jahren bei uns hier in Deutschland. Sie arbeiten hier, sie zahlen Steuern, ihre Kinder gehen in die Kita oder zur Schule, sie engagieren sich im Sportverein, haben einen Kleingarten, machen Wochenendausflüge, kurzum, sie sind hier zu Hause. Und doch können sie ihr Zuhause, ihre Heimat nicht demokratisch mitgestalten. Sie können nicht mitbestimmen, wer im Landtag oder im Bundestag sitzt. Sie können sich nicht selbst aktiv einbringen, indem sie für öffentliche Ämter kandidieren. Und das hat Konsequenzen. Wenn ein Teil der Bevölkerung sich nicht an politischen Entscheidungsprozessen beteiligen kann und keinen Zugang zu öffentlichen Ämtern hat, dann ist das nicht gut für unsere Demokratie, meine Damen und Herren. Denn wer nicht mitbestimmen darf, verliert irgendwann auch das Interesse daran, mitzumachen. Unsere Demokratie lebt aber davon, dass alle mitmachen. Unsere Demokratie braucht Menschen, die sich für sie einsetzen und für ihre Werte kämpfen, meine Damen und Herren. Fakt ist, dass sich derzeit nur ein Bruchteil der Einbürgerungsberechtigten tatsächlich einbürgern lässt. Im europäischen Vergleich liegen wir dabei deutlich hinter unseren Nachbarländern zurück. Während im EU-Schnitt die Einbürgerungsrate bei 2% liegt, liegt sie in Deutschland nur bei der Hälfte. Woran liegt das? Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern verlangen wir von den Menschen, sich für eine Staatsangehörigkeit zu entscheiden. Diese Entscheidung ist aber gar nicht so einfach, wenn man seine Wurzeln in einem anderen Land hat und gleichzeitig eine neue Heimat in Deutschland gefunden hat. Es ist deshalb höchste Zeit, meine Damen und Herren, dass Deutschland auf der Höhe der Zeit ankommt, Mehrstaatlichkeit akzeptiert, wie die überwiegende Zahl der anderen EU-Mitgliedstaaten übrigens auch. Und ich will das noch mal betonen, das hat übrigens auch Vorteile für Deutsche, die eine zusätzliche Staatsangehörigkeit im Ausland erwerben möchten. Denn ihre deutsche Staatsangehörigkeit kann ohne aufwendiges Verfahren dann ganz regulär auch beibehalten werden. Also auch ein echter Vorteil für Menschen mit deutschem Pass. Mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht schaffen wir Anreize für Integration, statt Hürden aufzubauen und lange Wartezeiten zu verlangen. Wer in Deutschland ein qualifiziertes Aufenthaltsrecht hat, soll künftig schon nach 5 Jahren eingebürgert werden können, statt bisher 8 Jahre warten zu müssen. Und das, meine Damen und Herren, ist auch im Großteil der EU-Staaten der Fall. Und ich möchte ein Land nennen, was uns sehr nahe ist, mit dem wir international sehr viel arbeiten, ich gerade auch in der internationalen Migrationsarbeit, zum Beispiel Frankreich, hat schon lange 5 Jahre, nachdem man sich einbürgern lassen kann. Und ich will ein weiteres Land nennen, mit dem wir ja auch europäisch viel zusammenarbeiten, Polen. Meine Damen und Herren, es wird Sie überraschen, die verlangen nur 3 Jahre, dann kann man eingebürgert werden. Vielleicht sehen Sie, dass wir uns mit dem neuen Gesetz der Realität anpassen und hier nicht so wahnsinnig Außergewöhnliches machen. Wer besonders gut integriert ist, kann diesen Zeitraum, so unsere Pläne, sogar bis zu 3 Jahren verkürzen. Das sind dann Menschen, die zum Beispiel sehr gut Deutsch sprechen, in der Schule oder im Beruf herausragende Leistungen erbringen oder, ein ganz wichtiger Faktor, sich ehrenamtlich stark für unsere Gesellschaft einbringen. Dann soll diese verkürzte Einbürgerungszeit gelten. Und ich finde, das ist auch ein Dankeschön, wenn man sich so stark in die Gesellschaft einbringt. Und nur mal so, falls Sie die 3 Jahre stört, ich spreche da insbesondere die CDU, CSU an, in Frankreich geht das bereits nach 2 Jahren.
Auch alle die in Deutschland geborenen Kinder ausländischer Eltern sollen künftig vorbehaltlos die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten, wenn mindestens ein Elternteil seit mindestens 5 Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt und ein unbefristetes Aufenthaltsverhältnis besitzt. Damit sorgen wir für Integration von Anfang an. Denn wir wissen doch längst, dass aus vielen Studien, je früh Kinder und Jugendliche mit Einwanderungsgeschichte die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, desto besser sind ihre Bildungschancen. Und wir wollen doch wohl alle, dass alle Kinder, egal wo sie herkommen, die gleichen Bildungschancen in unserem Land erhalten. Durch die Zulassung von Mehrstaatlichkeit können sich außerdem die Staatsangehörigkeiten ihrer Eltern dauerhaft behalten. Sie müssen sich nicht mehr für oder gegen einen Teil ihrer Identität entscheiden. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Schritt für ein modernes Deutschland. Besonders wichtig ist mir, dass wir im neuen Staatsangehörigkeitsrecht aber auch die Lebensleistung der Gastarbeitergeneration anerkennen. Meine Damen und Herren, Max Frisch hat einmal gesagt, wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Diese Menschen sind in den 50er, 60er Jahren unter anderem aus Italien, Spanien, Griechenland oder der Türkei nach Deutschland gekommen und sie haben damals kein Integrationsangebot erhalten. Das müssen wir, glaube ich, sehr selbstkritisch festhalten. Deshalb werden wir ihnen die Einbürgerung erleichtert, denn sie haben in ihrem Leben für unser Land Herausragendes geleistet und sie sind dafür verantwortlich, dass wir in den heutigen Situationen den Wohlstand haben, den wir haben und das wollen wir mit dem neuen Gesetz auch anerkennen, meine Damen und Herren. Und bei allen notwendigen Erleichterungen müssen wir aber auch diejenigen, die die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben wollen, natürlich bestimmte Bedingungen erfüllen. Erstens, wer in Deutschland eingebürgert werden will, muss wirtschaftlich integriert sein. Das ist übrigens jetzt schon so und das bleibt auch so. Davon ausgenommen werden, wie habe ich gerade gesagt, die Generation der Gastarbeiter, die hier sehr vieles geleistet haben, und die Vertragsarbeiter, die in der ehemaligen DDR Herausragendes geleistet haben, auch nicht zu vergessen an dieser Stelle, meine Damen und Herren. Und auch diejenigen, die Vollzeit arbeiten und deren Lohn nicht zum Leben reicht. Wer sich anstrengt, soll nicht auf der Strecke bleiben. Das ist eine Frage auch der sozialen Gerechtigkeit. Zweitens, wer in Deutschland eingebürgert werden will, muss sich zu den Werten unserer freiheitlichen Gesellschaft bekennen. Dazu gehört insbesondere die Würde und die Gleichheit der Menschen. Wer diese Werte nicht teilt oder wer ihnen sogar zuwiderhandelt, kann nicht deutscher Staatsangehöriger werden. Denn das gilt in allen Bereichen unseres Zusammenlebens. Auf jegliche Form von Menschenverachtung kann unsere Antwort nur sein: Null Toleranz, auch im Staatsangehörigkeitsrecht. Und es gibt einen weiteren sehr guten Grund für ein neues Staatsangehörigkeitsrecht. Für unseren Wohlstand als gesamte Gesellschaft ist es existenziell, dass mehr Fachkräfte aus dem Ausland zu uns kommen und hier arbeiten. Ja, wir wollen auch die Arbeitsfähigkeit Jugendlicher, die keinen Schulabschluss haben oder keinen Berufsabschluss haben, ertüchtigen. Und ja, wir wollen auch die Frauenerwerbsquote steigern, aber das wird insgesamt nicht reichen. Deswegen brauchen wir zwingend qualifizierte, aber auch Arbeitskräfte aus dem Ausland, um unseren Wohlstand hier zu sichern. Und unsere aktuellen Regelungen sind viel zu bürokratisch und Menschen stehen vor hohen Hürden, wenn sie bei uns einwandern wollen. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass in den klassischen Einwanderungsländern wie Kanada, wie Australien, wie USA es selbstverständlich ist, dass die Menschen dort einwandern, weil sie eine Perspektive auf den Erwerb der Staatsangehörigkeit haben. Und das wollen wir auch, damit es wieder attraktiv wird, nach Deutschland auch einzuwandern und hier zu arbeiten und zu leben. Denn die Menschen wollen mitgestalten können, wenn sie ihr Herkunftsland verlassen und zu neuen Ufern aufbrechen. Das kann man ihnen auch nicht verdenken. Deshalb wollen wir gut integrierte und gut qualifizierten Menschen ermöglichen, auch deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben. Denn beides, meine Damen und Herren, Fachkräfteeinwanderung und ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht, das geht nur zusammen. Meine Damen und Herren, mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht zeigen wir,
Respekt und Anerkennung für alle, die seit Jahrzehnten unser Land stark machen und voranbringen. Das ist ein echtes Fortschrittsprojekt dieser Bundesregierung. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei den Fraktionen von SPD, von Bündnis 90 Die Grüne, von FDP zur Unterstützung dieses modernen Fortschrittsprojektes. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nancy Faeser hat diese Aktuelle Stunde zur Staatsangehörigkeitsrechtsreform eröffnet, beantragt von SPD, Grünen und FDP. Und die nächste Rednerin kommt von der Union, die zuständige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andrea Lindholz. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, am vergangenen Freitag hat die Ampel einen ersten konkreten Vorschlag für ein vermeintlich modernes Staatsangehörigkeitsrecht vorgelegt. Nach näherer Durchsicht muss man allerdings sagen, wenn das ein modernes Einbürgerungsrecht sein soll, dann hat die Ampel die Zeichen der Zeit immer noch nicht erkannt. Mitten in einer schweren Migrationskrise legt die Regierung einen Gesetzentwurf vor, der die Voraussetzungen für die Einbürgerung absenkt und damit weitere Anreize für die ungesteuerte Zuwanderung nach Deutschland schafft und der vor allen Dingen die Bedeutung der Einbürgerung für die Integration von Ausländern in unsere Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt schwächt. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist nicht modern, das ist realitätsfern und schädlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land. Die Ampel will die bis zur Einbürgerung erforderlichen Aufenthaltszeiten nahezu halbieren, und zwar von derzeit regelmäßig 8 auf 5 und in bestimmten Fällen von 6 auf 3 Jahre. Auch irregulär nach Deutschland gekommene Flüchtlinge können damit künftig wesentlich früheren einen Einbürgerungsantrag in Deutschland stellen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind völlig falsche Signale. Denn Integration braucht Zeit, und Zeit ist mehr als dieser Stelle als Arbeit und Sprache. Eine Einbürgerung, sie muss am Ende einer gelungenen Integration stehen und nicht an ihrem Anfang. Und mit den bisherigen Mindestzeiten von 8 und 6 Jahren liegt Deutschland im Übrigen im europäischen Mittelfeld. Und selbst das einst liberale Schweden, das Sie ja früher, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, so gerne zitiert haben, denkt mittlerweile wieder über eine Verlängerung von 5 auf 8 Jahren nach. Die von SPD, Grünen und FDP geplante Turbo-Einbürgerung für alle ist also alles andere als modern. Wirklich modern wäre dagegen eine Fast-Track-Einbürgerung speziell für die Hochqualifizierten, die unser Land so dringend braucht und die sich in der Regel auch schnell integrieren. Die Ampel will auch den Doppelpass generell zulassen, und das lehnen wir als Union ab. Natürlich verstehen wir, wenn Menschen, die Verbindungen zu mehreren Staaten haben, ungern auf ihre Staatsangehörigkeit verzichten möchten. Und es ist daher auch richtig, dass wir Ausnahmen, zum Beispiel bei EU-Bürgern, aufgrund gemeinsamer europäischer Werte machen. Aber Deutschland ist schon rein geografisch in einer völlig anderen Lage als Länder mit Doppelpass wie Kanada und Australien. Denn die, anders als wir es tun, die Zuwanderung in ihr Land stark steuern und daher bei der Einbürgerung auch großzügig sein können. Bei uns hat das Staatsangehörigkeitsrecht eine viel größere Bedeutung, auch als Instrument der Migrationssteuerung. Und es kommt dazu, dass der Doppelpass die politische Einflussmöglichkeit ausländischer Staaten in Deutschland verstärkt. Erst vor wenigen Wochen wies der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz darauf hin, dass die türkische Regierung immer wieder versucht, sich in politische Debatten in Deutschland einzumischen. Im Übrigen kommt dazu auch der Sachverständigenrat zu der gleichen Analyse. Und in einer Welt, in der weniger als die Hälfte der Weltbevölkerung in Demokratien leben, ist der generelle Doppelpass nicht modern. Wirklich modern wäre es, mit Staaten, die unsere grundlegenden Werte teilen, gegenseitig die Akzeptanz der doppelten Staatsangehörigkeit zu vereinbaren. Und ein letzter Punkt zum Schluss. Die FDP hatte Anfang März vollmündig Folgendes angekündigt: Künftig darf bei allen Einbürgerungstatbeständen nur noch eingebürgert werden, wer seinen eigenen Lebensunterhalt bestreiten und für seine Familie sorgen kann. Ausnahmen, nach denen von diesem Kriterium abgesehen werden kann, wollen wir abschaffen.
Liebe FDP, damit sind Sie wahrlich krachend gescheitert. Nach dem Referentenentwurf wird der Grundsatz, dass ein Einbürgerungsbewerber für sich und seine Familie den Lebensunterhalt ohne Inanspruchnahme von Sozialleistungen sichern muss, aufgeweicht. Und das steht genau im Widerspruch zu dem Ziel, einer Einwanderung in die Sozialsysteme entgegenzuwirken. Und das ist alles andere als modern. In einem großzügigen Sozialstaat, wie es Deutschland ist, wäre es modern, zusätzlich zu den bestehenden Anforderungen auch zu verlangen, dass der Ausländer 24 Monate vor der Einbürgerung ununterbrochen erwerbstätig ist und auch eine angemessene Altersvorsorge zu erwarten hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sollten auf dem Weg zum Kabinettsbeschluss dringend noch mal nachdenken und nacharbeiten. Das ist alles andere als ein modernes Einbürgerungsrecht für Deutschland. Die nächste Rednerin in der Aktuellen Stunde kommt von den Bündnisgrünen. Phyllis Polert ist eine der parlamentarischen Geschäftsführerinnen der Bündnisgrünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir haben Deutschland schon immer als Einwanderungsland gesehen. Dieser Einsicht können und konnten sich viele in diesem Hause nur mühsam annähern, und das wurde gerade wieder deutlich bei der Rede von Frau Lindholz. Einige hier bleiben sogar gänzlich im völkisch-nationalistischen Denken verhaftet. Meine Damen und Herren, in Deutschland wurde mit der ersten großen Reform des Staatsangehörigkeitsrechts zur Jahrtausendwende Rechtsgeschichte geschrieben. Das noch ja wohl aus der Kaiserzeit stammende Blutsrecht wurde durch das Bodenrecht ergänzt. Ein wichtiger Meilenstein, aber auch ein unglaublicher Kraftakt, meine Damen und Herren. Denn diese Reform wurde bereits von einer schlimmen Stimmungsmache begleitet, schmerzvoll für viele Einwanderungsfamilien. So etwas darf sich nicht wiederholen. Und deshalb laden wir die Union ein, an einem zeitgemäßen Staatsangehörigkeitsrecht für ein modernes Einwanderungsland mitzuarbeiten. Erkennen Sie endlich die Lebensrealitäten an, Frau Lindholz. Auch ich habe einen Doppelpass. Ich werde bestimmt nicht von Erdogan beeinflusst. In unserem Land an. Senden Sie mit uns gemeinsam den Menschen in unserem Land die Botschaft, dass wir ihre Lebensleistung würdigen. Meine Damen und Herren, bei uns leben aktuell mehr als 11 Millionen Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. 1,5 Millionen von ihnen haben keinen deutschen Pass, obwohl sie hier geboren sind. Viele von ihnen länger als 5 Jahre. Eine Einbürgerung hält mit der Einwanderung einfach nicht Schritt. Die vom Bundesverfassungsgericht angemahnte Angleichung der Wohn- und Wahlbevölkerung ist ein eklatantes Demokratiedefizit, das wir endlich mit dieser Reform beheben werden. Meine Damen und Herren, die Einbürgerungsquote in Deutschland liegt im EU-Vergleich, Frau Ministerin hat es gesagt, im unteren Drittel. Und auch mit der Verkürzung der Einbürgerungsfristen folgen wir als Einwanderungsland Deutschland einem internationalen Trend. Wer die Voraussetzung erfüllt, sollte auch sich früher einbürgern lassen können. Das stärkt die Bindung zu Deutschland und stärkt auch Deutschland als ein attraktives Einwanderungsland. Und das ist wissenschaftlich längst bewiesen, meine Damen und Herren. Und ich glaube, es wird deutlich, warum sich die Union dem verweigert, erschließt sich uns einfach nicht. Meine Damen und Herren, wir werden auch die Lebensleistung der sogenannten GastarbeiterInnen und VertragsarbeiterInnen-Generation würdigen, indem wir ihre Einbürgerung erleichtern. Ein längst überfälliger Schritt. Wir Grüne sagen endlich. Ja, das hat sehr viel mit Respekt gegenüber all jenen zu tun, meine Damen und Herren, ohne die unser deutsches Wirtschaftswunder, liebe Kolleginnen der Union, gar nicht möglich gewesen wäre. Und wir werden endlich die Einbürgerung endlich für alle unter Hinnahme der Mehrstaatlichkeit möglich machen. Schon jetzt haben 70% der Eingebürgerten die Einbürgerung unter Hinnahme der Mehrstaatlichkeit. Diese Ungerechtigkeit für die anderen 30% werden wir beheben. Ein wichtiger Meilenstein in der Einbürgerungspolitik. Meine Damen und Herren, Frau Ministerin, wir reden ja erst über einen Entwurf aus Ihrem Haus. Die Beratungen mit den anderen Ressorts und vor allem hier im Deutschen Bundestag haben noch gar nicht begonnen. Darauf wurde hier hingewiesen.
Und, meine Damen und Herren, Frau Ministerin, es darf bei Einbürgerungen nicht zu Ungerechtigkeiten kommen. Die Reform darf eben nicht gegen gleichheitsrechtliche Prinzipien verstoßen, zum Beispiel indem sie Alleinerziehende, vor allem Frauen, bei Einbürgerungen überproportional schlechter stellt, Menschen mit Behinderung benachteiligt, Rentnerinnen mit geringer Rente oder Menschen, die unverschuldet arbeitslos geworden sind, die demokratische Teilhabe verwehrt werden. Das finden wir falsch. Dasselbe gilt für StudentInnen und Auszubildende, wenn sie staatliche Hilfe in Anspruch nehmen, um ihre Bildung und Zukunft zu investieren. Auch diese Menschen leisten sehr viel für unsere Gesellschaft. Also, warum belassen wir es nicht dabei? Wer die Inanspruchnahme von Sozialleistungen nicht zu vertreten hat, kann eingebürgert werden. Das wäre der richtige Weg. Alles andere ist bürokratischer Irrsinn. Meine Damen und Herren, wir alle kennen das Strucksche Gesetz. Erst ab Juli beginnt das eigentliche parlamentarische Verfahren, in dem die Fraktionen zum Zuge kommen. Unser Ziel ist es, aus einem guten ein noch besseres Gesetz zu machen. Ich freue mich, mit Ihnen daran mitzuarbeiten und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat jetzt als Nächster in dieser Debatte der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Gottfried Curio. Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, Deutschland ächzt unter Rekordzuwanderung, aber die Ampel hat nichts Besseres zu tun, als neue Anreize zu setzen. Staatsbürgerschaft samt allen Aufenthalts- und Anspruchsrechten schon nach 5 oder gar 3 Jahren, das was doch allenfalls Abschluss einer gelungenen Integration sein darf. Der Preis für etwaige Anstrengungen wird aber vorab verschleudert. Das ist der falsche Weg, meine Damen und Herren. Sind denn in Deutschland alle so toll integriert, wo jeder vierte Grundschüler nicht richtig lesen kann, wo der Niveauverfall bei den PISA-Ergebnissen jedes Mal eklatanter wird, wo die Ampel nicht mal selbst an Integrationserfolge glaubt und plant, von schriftlichen Sprachtests für Migranten, die hier schon 67 Jahre alt geworden sind, besser abzusehen? Man konzentriert sich aufs Wesentliche. Es soll reichen, SPD auf einem Wahlzettel lesen zu können. Meine Damen und Herren, Lippenbekenntnisse zur Gleichberechtigung von Mann und Frau, mit denen man sich unbegrenzten Aufenthalt und alle Staatsbürgerrechte verschaffen kann. Glaubt irgendwer, dass die Überzeugungen widerspiegeln? Dabei wollen 2/3 der Deutschen keine Vereinfachung der Einbürgerung. Die Ampel aber will schnell Fakten schaffen und mit den seit 2015 importierten Ausländern ihre Wahlen steuern. Aber je mehr kommen und eingebürgert ewig bleiben und alimentiert werden, desto mehr Deutsche wandern aus, weil die Steuern zu hoch werden, den Spaß noch zu finanzieren. Die von FDP und Rot-Grün geplante Einbürgerung ist ein einziges Fachkräftevertreibungsgesetz, meine Damen und Herren. Und der Doppelpass, wird der plötzlich zur Integration führen, wo hiesige Türken einem Erdogan als Mehrheitsbeschaffer dienen? Der renommierte Sozialwissenschaftler Ruth Koopmans sagt wörtlich: In den türkischen Gemeinschaften scheint es keinerlei Bewegung in Richtung prodemokratische und liberalere Auffassungen zu geben. Sie wenden Deutschland den Rücken zu, auch das ein Zeichen gescheiterter Integration. Ende des Zitats. 2/3 der Türken hierzulande haben den demokratiefeindlichen Autokraten gewählt. So stünde eine massenhafte doppelte Staatsbürgerschaft für das Gegenteil vor der Identifikation. Das wäre ein Aufbauprogramm für Parallelgesellschaften. Das wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Aber die Blitzeinbürgerung soll der Ampel, die in Umfragen immer unpopulärer wird, schon bald bei den Wahlen helfen, weil der Bürger die desaströsen Auswirkungen ihres ideologischen Gesellschafts- und Wirtschaftsumbaus erkennt, soll die Staatsbürgerschaft noch früher verscherbelt werden, weil er die Übernahme des Wirtschaftsministeriums durch eine Clique gefährlicher Ideologen erkennt, die es zu einem Selbstbedienungsladen internationaler Finanzprofiteure machen. Alles auf Kosten der Bürger. Kein Wunder, dass die genug davon haben. Die Regierung spürt wohl, sie hat nicht mehr viel Zeit. Deshalb sollen jetzt brutal Fakten geschaffen werden. Wer hier geboren wird, sei Deutscher. So wird maximal integrationswidrig dekretiert. Was macht die Ampel gegen fehlende Integration? Sie will das vertuschen durch noch frühere Verramschung der Staatsbürgerschaft. So sollen die Statistiken frisiert werden. Der dramatisch steigende, weit überproportionale Ausländeranteil an Hartz-IV-Beziehern soll verschleiert werden. Die überproportionale Ausländerkriminalität, die Innenstädte zu No-Go-Arealen macht. Der Anteil am Bildungsversagen. All diese Probleme der Zuwanderung sollen mit einem Handstreich vertuscht und deren Zahlen in die deutsche Bevölkerung eingemeindet werden.
Und für nicht anerkannte Asylbewerber, wie sollen die noch verbliebenen Restfristen, bis ihnen der deutsche Pass nachgeworfen wird, überbrückt werden? Durch die Spurwechselpläne der Regierung. So sollen die Konditionen für reguläre Arbeitseinwanderung unterlaufen und denen Aufenthaltsrechte zugeschustert werden. Aber die Arbeitsmarktbegründung ist Lug und Trug. Wir haben über 2,5 Millionen Arbeitslose, darunter Hunderttausende anerkannte Asylbewerber, Hunderttausende Ukraine-Flüchtlinge, die Sozialleistungen beziehen und vorrangig in Arbeit zu bringen sind. Man muss doch zuerst den tatsächlichen Integrationserfolg vergangener Einbürgerungen überprüfen, Grenzen sichern, abschieben, bevor man durch weitere Verflachung der Einbürgerungskriterien die derzeitige gescheiterte Einwanderungspraxis verewigt, meine Damen und Herren. Lange war die Gewährung der Staatsbürgerschaft für Zuwanderer eine Ermessenserscheinung nach Interesse des aufnehmenden Staates statt eines Anspruchs mit permanent verkürzten Fristen. Lange gab es die Staatsbürgerschaft nach Abstammung statt technisch nach Geburtsort. Die radikale Ausweitung der Vergabe zerstört den Zusammenhalt unseres Staatswesens. Gestärkt wird er durch die jahrzehntelang rechtsgültige Rückbindung an die Abstammung, was Identifikation gewährt. Leistet durch Ermessenseinbürgerung nach deutschen Interessen sowie Vermeidung von Doppelstaatigkeit. Deshalb braucht es keine Fristverkürzung zur Einbürgerung, sondern Auswahl nach Ermessen von Einzubürgernden, die nicht illegal ins Staatsgebiet eindringen, nicht einen verfolgten Status vortäuschen, nicht zur wirtschaftlichen Abzocke kommen, die einen kompatiblen Kulturwillen und Wertekompass haben. Die Ampel braucht mehr Ausländer, um zu überleben. Deutschland braucht, um zu überleben, weniger Ampel, meine Damen und Herren. Gottfried Curio war das, der innenpolitische Sprecher der AfD. Benjamin Strasser ist der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der Justiz. Er stammt von der FDP und wird jetzt die Antwort geben. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das neue Staatsangehörigkeitsrecht, das wir heute diskutieren, ist ein echter Meilenstein hin zu einem modernen Einwanderungsland. Es geht um einen neuen Gesamtansatz der Migrationspolitik in Deutschland. Und deswegen lohnt sich durchaus auch ein kurzer Blick zurück. Jahrzehntelang hat man einfach nicht wahrhaben wollen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, dass in dieses Land Menschen einwandern und dass sie auch bleiben. Und so war dann auch die Politik verdruckst, wegschauend, ängstlich, voller Lebenslügen. Und die neue Bundesregierung hat auch in diesem Feld in den ersten eineinhalb Jahren nun einen echten Fortschritt bewirken können. Endlich unterscheidet eine Bundesregierung konsequent zwischen Arbeitskräfteeinwanderung und humanitärer Aufnahme von Geflüchteten. Und diese Unterscheidung ist die Grundvoraussetzung für eine zugleich vernünftige und humane Migrationspolitik. Wir treffen endlich diese Unterscheidung. Es wird Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Arbeitskräfteeinwanderung erleichtern wir, weil wir sie dringend als Volkswirtschaft brauchen und ja längst auf allen Ebenen in allen Bereichen. Deshalb haben wir ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz vorgelegt. Schutz von verfolgten Menschen wollen wir gewähren nach unseren Möglichkeiten. Unmögliches kann nicht geschuldet werden. Und wir müssen Kontrolle über die humanitäre Aufnahme haben, um die Akzeptanz bei den Menschen zu erhalten. Und deshalb gehen wir neue Wege im Kampf gegen die illegale Migration nach Deutschland, da gerade diese eine Belastung für unsere Kommunen ist. Und vor allem drängen wir als Bundesregierung jetzt endlich in Europa darauf, dass künftig schon an den Außengrenzen geprüft wird, ob ein Mensch überhaupt eine Chance hat, in Europa ein Aufenthaltsrecht zu bekommen. Endlich packt eine Bundesregierung das an, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ziel ist also, insgesamt mehr reguläre Migration zu ermöglichen, mehr Einwanderung von Arbeitskräften, aber irreguläre Migration deutlich zu reduzieren. Und in dieses neue Gesamtbild gehört die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Denn was haben wir vor? Der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit wird künftig schneller gehen, aber in den entscheidenden Punkten teilweise auch schwieriger werden.
Wenn jemand sehr gute Sprachkenntnisse hat oder sich besonders ehrenamtlich engagiert, soll die Einbürgerung schneller als im Regelfall möglich sein, nämlich bereits nach 3 Jahren. Zugleich ist es gerade uns Freien Demokraten in der Bundesregierung wichtig. Eine Einbürgerung soll künftig nur dann möglich sein, wenn die Menschen von ihrer eigenen Arbeit leben können. Der Bezug von Sozialleistungen wie Bürgergeld oder Grundsicherung schließt eine Einbürgerung im Regelfall aus. Und so sieht es nun auch der Referentenentwurf vor. Und, liebe Frau Lindholz, das ist auch das Stichwort. Ich möchte an der Stelle mal mit einigen Fake News aufräumen, die gerade die Kolleginnen und Kollegen der CDU/CSU so gerne verbreiten. Unions-Fake News Nummer 1 ist ein Satz von Ihnen, liebe Frau Kollegin Lindholz. Ich zitiere, Zitat, mit der Verkürzung der Einbürgerungsfrist auf bis zu 3 Jahre hinkt die Integration der Einbürgerung hinterher, Zitat Ende. Das ist falsch. Ich kann es gern noch mal wiederholen. Wenn jemand sehr gute Sprachkenntnisse hat oder sich besonders ehrenamtlich engagiert, soll die Einbürgerung schneller als im Regelfall möglich sein. Also gerade für die, die gut integriert sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es gilt weiterhin. Voraussetzung für die Einbürgerung bleibt das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Im Rahmen von würdigen Einbürgerungsfeiern werden wir dieses Bekenntnis sogar im Gegensatz zu Ihnen noch stärken, liebe Frau Kollegin Lindholz. Und zugleich verschärfen wir hier die Regelungen, denn die Behörden sollen künftig auch bei bestimmten Bagatellverurteilungen verpflichtet sein, sich in Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften das Motiv dieser Bagatelltaten anzusehen. Etwa wenn hinter einer Beleidigung ein antisemitisches oder menschenverachtendes Motiv steckt, dann schließt das die Einbürgerung aus. Wir wollen keine Antisemiten einbürgern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Unions-Fake-News-Vorwurf Nummer 2. Ihr erster parlamentarischer Geschäftsführer, Thorsten Frey, sagte vor einigen Tagen, Zitat, welches Land vergibt die Staatsbürgerschaft auf die Schnelle an Menschen, die noch nicht einmal ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften bestreiten können? Zitat Ende. Lieber Herr Kollege Frey, ja, welches Land ist das denn? Das ist das Deutschland, in dem die Union 16 Jahre regiert hat. Wir ändern das jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich frage mich ernsthaft, ist das Ihr neuer Stil? Ist das Ihr neuer Stil, um Ihren Nachbarn am rechten Rand ganz außen ein paar Stimmen abzunehmen, absichtlich Falschinformationen in der Öffentlichkeit zu verbreiten, die Öffentlichkeit zu verunsichern? Auf dieses Niveau sollten Sie nicht sinken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Von der genannten Regel wird es wie bei jeder Regel Ausnahmen geben, etwa wenn man in Vollzeit arbeitet und trotzdem noch angewiesen ist auf zusätzliche Sozialleistungen. Aber auch das, liebe Union, ist ein wichtiges Signal, nämlich das Signal, dass sich Anstrengung lohnt. Das muss man Ihnen vielleicht auch ab und zu wieder sagen, dass sich Anstrengung lohnt, auch wenn das Einkommen noch nicht von einer vollständigen Unabhängigkeit von staatlichen Leistungen ausreicht. Und es ist ein Anreiz, dass man durch eigene Arbeitsleistung eine Einbürgerung erreichen kann. Bei Gastarbeitern, DDR-Vertragsarbeitern, wurde gesagt, da bleibt es, wie es ist, und zwar aus dem Respekt vor der Lebensleistung dieser Generation, die unserem Land wirklich sehr geholfen haben. Und das alles zeigt, fleißige Leute sind in Deutschland immer willkommen, aber nicht nur als Arbeitskräfte, sondern auch als deutsche Staatsbürger. Wir brauchen diese Zuwanderung von Menschen, die hier arbeiten können und wollen. Und genau dafür wird das neue Staatsangehörigkeitsrecht echte Anreize setzen. Meine Damen und Herren, wir, die Ampelkoalition, bringen mit diesem Vorhaben einen ganz neuen Ton in die deutsche Migrationsdebatte. Lange haben zwei Extreme die Debatte bestimmt. Von der einen Seite wurden Probleme bei der Integration ignoriert und schöngeredet. Von der anderen Seite wurden Ängste und Vorurteile geschnürt.
Wir haben uns jetzt ganz nüchtern unsere Interessen angeschaut und kluge Kriterien entwickelt, wann man wie Deutscher werden kann. Das war überfällig und das war ein Meilenstein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und weil Sie sich gerade noch so schön aufregen, zum Schluss für Sie noch Unions-Fake-News-Vorwurf Nummer 3. Wir würden mit dieser Reform die falschen Signale in die Welt senden. Mit dieser Reform sollen Menschen, die hier gut integriert sind und die von ihrer Hände Arbeit leben, künftig einfacher Deutsche werden können. Das ist kein falsches Signal, sondern ein echter Anreiz, Arbeit aufzunehmen, sich anzustrengen und für unser Land etwas zu leisten. Was daran falsch sein soll, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, das bleibt Ihr Geheimnis. Es stimmt, das Staatsangehörigkeitsrecht darf keine Einladung zur Einwanderung in die Sozialsicherungssysteme sein. Das ist richtig und es ist gut, dass es ab jetzt mit diesem Entwurf dann auch nicht mehr gilt. Vielen herzlichen Dank. Gökay Akbulut hat jetzt das Wort für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Ampelkoalition hat endlich vergangene Woche einen Gesetzesentwurf für eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts vorgelegt. Unser Einbürgerungsrecht wird schon lange nicht mehr den Anforderungen an eine moderne Einwanderungsgesellschaft gerecht. Wir müssen bestehende Hürden abbauen, damit Eingewanderte, die dauerhaft in Deutschland leben, sich einfach einbürgern lassen können. Deshalb habe ich überhaupt kein Verständnis für die Kritik der Union. Seit Monaten pöbelt und hetzt sie gegen die Reform des Einbürgerungsrechts. Von Verramschen der Staatsbürgerschaft war bereits die Rede. Thorsten Frey, der parlamentarische Geschäftsführer der Union, bezeichnete erleichterte Einbürgerung als falsche Signale in die Welt. Das ist ein Schlag ins Gesicht all jener Menschen, Herr Frey, die seit Jahren hier leben und einen Teil unserer Gesellschaft bilden. In einer Zeit, in der rassistische Übergriffe an der Tagesordnung sind, gießen Sie damit Öl ins Feuer, und das ist einfach unverantwortlich. Deutschsein ist kein Privileg, und der deutsche Pass ist nichts, was man sich verdienen muss. Sie sollten sich von Ihren völlig veralteten Vorstellungen über die Staatsbürgerschaft endlich verabschieden und im Jahr 2023 ankommen. Und ich muss schon sagen, es ist ziemlich schräg, dass die Union ein Bundesprogramm für Patriotismus für Ausländer und Ostdeutsche fordert. Ich denke, dass ein Bundesprogramm für die Durchsetzung der Interessen der Ostdeutschen und der Migrantinnen dringend notwendig ist in Deutschland, damit auch der Rassismus konsequent bekämpft wird. Meine Damen und Herren, eine Reform des Einbürgerungsrechts ist notwendig, da fast 12 Millionen Personen ohne deutschen Pass in unserer Gesellschaft leben. Sie dürfen nicht wählen und sind dadurch von politischer Teilhabe komplett ausgeschlossen. Ein Drittel davon, also rund 4 Millionen, leben seit über 20 Jahren hier in Deutschland. Keine Demokratie kann es sich auf die Dauer leisten, so viele Menschen von politischen Entscheidungen auszuschließen. Deshalb müssen wir auch aus demokratischen Erwägungen heraus zu mehr Einbürgerung kommen. Die Kommunen und die Bundesländer gehen hier ja seit Jahren mit guten Beispielen voran und führen erfolgreiche Einbürgerungskampagnen durch. Vielleicht sollten Sie sich auch das mal anhören, Frau Lindholz. Dabei geht es um die politische Integration von Migrantinnen und um die Stärkung der demokratischen Institutionen. Nur dadurch, dass wir mehr Menschen an politischen Entscheidungen beteiligen, schaffen wir eine größere Akzeptanz für staatliche Einrichtungen und stärken auch unsere Demokratie. Deshalb begrüße ich es, dass im Gesetzentwurf nun vorgesehen ist, dass die Mehrstaatlichkeit grundsätzlich eingeführt wird und die Wartezeit von 8 auf 5 Jahren verkürzt wird. Ich habe aber auch eine Kritik an dem Entwurf, auch wenn die Ampelparteien sich hier groß dafür feiern. Die Staatsbürgerschaft soll immer mehr vom wirtschaftlichen Status abhängen. Die Einbürgerungsvoraussetzung, dass man selbst in der Lage sein muss, für den Lebensunterhalt aufzukommen, wird drastisch verschärft. Bisher ist es nämlich so, dass ein unverschuldeter Bezug von Transferleistungen kein Hindernis bei der Einbürgerung
dargestellt hat. Wenn man zum Beispiel wegen einer Krankheit oder Behinderung nicht arbeiten kann oder weil man in Ausbildung oder die Schule besucht. Diese Ausnahmen werden nun bis auf ganz wenige Fälle komplett zusammengestrichen in diesem Entwurf. Und das ist eine soziale Arroganz, die für uns als Linke einfach nicht akzeptabel ist. Es darf einfach nicht sein, dass der Einbürgerungsantrag abgelehnt wird, weil jemand alleinerziehend ist und deshalb auf Transferleistungen angewiesen ist oder weil die Rente nicht reicht und mit der Grundsicherung aufgestockt werden muss. Diese Verschärfungen müssen in diesem Entwurf zurückgenommen werden. Eine Einbürgerung sollte nicht von Einkommensverhältnissen abhängig sein. Dafür werden wir Linke uns in den Beratungen zu diesem Gesetzesentwurf auch einsetzen, damit wir auch wirklich zu einem modernen Einwanderungsland werden. Vielen Dank. Geplant ist, die Wartezeit bei einer möglichen Einbürgerung von 8 auf 5 Jahre zu verkürzen, bei besonderen Integrationsleistungen sogar auf 3 Jahre. An den weiteren Bedingungen für die Einbürgerung will die Koalition im Kern aber nichts ändern, etwa, dass die Betroffenen ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten sollen. Hakan Demir jetzt für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir haben in den vergangenen Tagen 160 Jahre Sozialdemokratie gefeiert. Und ich will hier auch noch mal offen sagen, dass die Sozialdemokratie sich immer dafür eingesetzt hat, dass wir eine offene und solidarische Gesellschaft haben, was letztendlich auch vor über 20 Jahren dazu geführt hat, dass wir eine Staatsbürgerschaftsreform bekommen haben, zusammen mit den Grünen. Das war ein wichtiger Schritt. Und diesen Schritt gehen wir jetzt auch weiter. Seitdem haben sich etwa 2,7 Millionen Menschen eingebürgert, also seit 2000, oder einbürgern lassen. Und es sind viele Geschichten in diesem Land, die sonst so nicht stattgefunden haben. Und ich will hier auch noch mal deutlich machen, dass auch Geschichten hier in diesem Parlament von Abgeordneten, ich sehe Adis Ahmetovic aus Hannover, ich sehe, die leider noch nicht wieder zurück ist, aber Rim Alabali Radovan, die am Kabinettstisch mitsitzt, und auch davon profitiert hat, dass wir diese Reform haben. Wir haben Rasha Nazir aus Dresden, die auch davon profitiert hat. Also lauter vieler Abgeordnete, die sich dafür einsetzen, dass dieses Land besser wird. Und das ist auch gut so. Zu den Inhalten auch noch mal klar. Nicht nach 8 Jahren, sondern nach 5 Jahren kann man sich schon einbürgern lassen. Das ist jetzt eine Normalisierung, wenn man sich Kanada und USA anguckt. Das ist auch gut so. Und die Mehrstaatlichkeit bzw. die doppelte Staatsbürgerschaft ist jetzt auch nicht etwas, was außergewöhnlich ist, weil letztes Jahr beispielsweise in 69% der Fälle haben wir die Mehrstaatlichkeit auch schon angenommen und akzeptiert. Es geht jetzt also um die Ausnahmen, die wir auch abschaffen wollen. Und ich glaube, das Gerechtigkeitsgefühl in der Gesellschaft ist auch so, dass man das nicht versteht, warum wir bei den 30% diese Ausnahme nicht machen. Zu den GastarbeiterInnen und VertragsarbeiterInnen, da haben wir eine Regelung. Ich finde sie gut, dass wir sagen, dass die Sprachnachweise oder beziehungsweise die Einbürgerung erleichtert wird. Das ist gut so, weil diese Menschen haben in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren gezeigt, dass sie ein Teil dieses Landes sind. Die haben dieses Land zu dem gemacht, was es heute ist. Und sie brauchen nicht einen Sprachtest zu machen oder einen Einbürgerungstest zu machen. Das dürfen wir nicht zulassen. Deshalb ist das Gesetz, so wie wir es gerade auch voranbringen wollen, sehr gut. Und es ist eine nachholende Anerkennung. Aber wir müssen uns auch beeilen. Wir müssen uns beeilen. Meine Großeltern gibt es zum Beispiel nicht mehr. Sie können nicht mehr davon profitieren. Also wir müssen jetzt auf die Tube drücken, und das machen wir auch. Wir werden es bald im Kabinett haben und dann auch hier in der ersten Lesung. 2 Sachen, weil wir heute schon über Fake News gesprochen haben. Ein Fake News oder eine Unwahrheit ist, dass etwa behauptet wird, dass in den letzten 10, 20 Jahren zum Beispiel wir jetzt Antisemiten oder Rassisten eingebürgert hatten. Nach dem aktuellen Gesetz ist das jetzt auch schon nicht möglich. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist eine Vorbedingung. Ich weiß, dass wir jetzt eine Konkretisierung in dem neuen Gesetz haben, aber das muss auch einmal klar gesagt werden.
Und es ist auch unfair gegenüber den 2,7 Millionen Menschen, die sich haben einbürgern lassen, wenn wir so einen Generalverdacht hier rausbringen. Der zweite Punkt, auch da würde ich jetzt mal sagen, eine Unwahrheit. Aber ich wiederhole es noch mal und kläre das. Momentan ist es so, dass der Lebensunterhalt im Grundsatz gesichert werden muss. Aber es gibt Ausnahmen aktuell. Es gibt Ausnahmen für Menschen, beispielsweise eine Mutter, die ihr Kind pflegt, oder eine Mutter, die ihre Eltern pflegt, dass wir dann sagen, dass diese Person offenbar dann nicht ihren Lebensunterhalt selber sichern kann. Ist doch wohl offensichtlich. Aber gleichzeitig wird doch hier im Haus niemand sagen, du hast es nicht verdient, weil du gerade auf dein Kind aufpasst oder auf deine Eltern oder deine Eltern pflegst. Das kann nicht das sein, was wir wollen. Und deshalb müssen wir im parlamentarischen Verfahren uns nochmal diese Lebensunterhaltssicherung angucken. Und ich glaube, am Ende brauchen wir auf jeden Fall bei diesen Ausnahmen, wenn wir uns da stärker fokussieren, ein Gesetz mit Kopf und Herz. Und ich glaube, das kriegen wir hin. Dankeschön. Die Ampelfraktionen haben eine Aktuelle Stunde beantragt zur Staatsangehörigkeitsrechtsreform. Die läuft jetzt hier. Und der nächste Redner ist Philipp Amthor für die CDU-CSU. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Aktuelle Stunde, die hat bisher eigentlich nur zwei Dinge sehr deutlich gezeigt. Erstens, anstatt sich in der Migrationspolitik um Begrenzung zu kümmern, bewegt sich diese Bundesregierung weiter in einer migrationspolitischen Parallelwelt. Und zweitens, Sie haben sich doch wirklich von Handlungsfähigkeit verabschiedet, liebe Kolleginnen und Kollegen. Anstatt konkrete Gesetzentwürfe einzubringen, wird hier so im Stile einer allgemeinen Plauderdebatte zur Ampelgruppentherapie eine Aktuelle Stunde beantragt, und dafür feiern Sie sich auch noch gegenseitig ab. So geht kein gutes Regieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unsere parlamentarische Demokratie ist so konzipiert, dass hier im Parlament gerade in so wesentlichen Debattenzeiten nicht Allgemeinplätze ausgetauscht werden, sondern Gesetze debattiert und beschlossen werden. Dafür sollte die Bundesregierung oder die sie tragenden Fraktionen dann aber auch mal vernünftige und diskussionswürdige Gesetze einbringen. Zu alledem sind Sie scheinbar nicht mehr in der Lage. Und diese Sitzungswoche hat vor allem eines gezeigt: Sie können sich eigentlich auf gar nichts mehr einigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und hier hat man jetzt so eine Debatte gegen die Union, eine ganze Reihe Durchhalteparolen, aber das kann alles nicht davon ablenken. Sie blockieren sich gegenseitig, Sie sind heillos zerstritten, Sie sind handlungsunfähig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt haben wir hier zum Staatsangehörigkeitsgesetz diese Therapiestunde, und von den wirklichen Problemen lenken Sie ab. Ganz Deutschland ist in Angst und Schrecken versetzt durch Ihr Heizungsgesetz. Das Parlament hat das alles immer noch nicht erreicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Oder die Bundesaußenministerin schafft es nicht mal mehr, eine Rumpfassung einer nationalen Sicherheitsstrategie vorzulegen. Vielleicht machen Sie dazu doch das nächste Mal auch einfach eine Aktuelle Stunde. Löst Ihnen vielleicht die Probleme, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das Gesamtbild zeigt einfach, kehren Sie endlich zurück zu gutem, vernünftigem, soliden Regieren, oder lassen Sie es einfach, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und apropos ganz lassen, wenn es nach uns geht, müssen Sie diesen Gesetzentwurf zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes in dieser Form jedenfalls gar nicht einbringen. Denn wir sind uns klar, er richtet mehr Schaden als Nutzen an, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie wollen auch eine Einbürgerung von Sozialleistungsempfängern ermöglichen. Wir wollen das nicht. Sie wollen generell den Doppelpass zulassen. Wir wollen das nicht. Und vor allem, Sie suggerieren, die Probleme des Fachkräftemangels lösen zu können. Stattdessen schaffen Sie mit Ihrer Politik nur mehr Anreize für irreguläre Migration. Und das ist der falsche Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will in aller Deutlichkeit sagen, das ist auch ein schlechtes Zeugnis für Sie, Frau Bundesinnenministerin. Frau Faeser, nehmen Sie die Zahlen zur Kenntnis. Sie halten hier wohlige Reden. Die Realität in unserem Land ist, dass die irreguläre Migration explodiert.
1.000 Flüchtlinge am Tag, 30.000 im Monat, Hunderttausende im Jahr und das alles auf dem Rücken der Kommunen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das haben Sie zu vertreten. Und statt dieses Problem anzugehen, lassen Sie sich hier abfeiern für rein gar nichts, für keinen Gesetzentwurf, für 9 Minuten Wohlfühlrhetorik. Das ist zu wenig für unser Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und man hat das doch gesehen, insbesondere bei Frau Faeser. Sie träumen hier geradezu betrunken von blinden Wokeness-Idealen, träumen Sie von einer bunten Multikulti-Welt. Und das Problem ist, dabei vernachlässigen Sie die dunklen Seitenstraßen der linksliberalen Party, die Sie hier anrichten wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie bekommen die wesentlichen Probleme nicht gelöst. Ein Flüchtlingsgipfel floppt nach dem nächsten. Sie wollen seit dem vergangenen Jahr ein Bundespolizeigesetz vorlegen. Fehlanzeige. Krittisdachgesetz. Fehlanzeige. Wann geht es endlich mal mit Rückführungsabkommen voran? Nichts. Sichere Drittstaaten. Wann kommt nicht nur ein Bekenntnis, sondern ein Gesetzentwurf? Frau Faeser, was machen Sie eigentlich den ganzen Tag, außer schlechte Wahlplakate für Hessen auszusuchen, liebe Kolleginnen und Kollegen? Das ist doch das Problem. Machen Sie Ihren Job, reden Sie hier nicht über die Staatsangehörigkeit, sondern zuerst über die Begrenzung der Zuwanderung und hören Sie endlich auf, mit Ihrem Nichtstun den Boden für die Saat von Rechtspopulisten zu bereiten. Das haben Sie zu vertreten. Wir brauchen Ordnung, Steuerung und Begrenzung der Migration. Philipp Amthor war das für die CDU-CSU voll in Fahrt. Hier die nächste Rednerin kommt von den Bündnisgrünen, Lamia Kador. Sie ist die Sprecherin für Inneres und Heimat ihrer Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und jetzt beruhigen wir uns ein wenig und hören der nächsten Rednerin zu. Das ist für Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Lamia Kador. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ministerin. Ich bin sehr froh, dass wir endlich die Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes angehen, denn sie wird ein zentraler Baustein für ein modernes Einwanderungsland sein. Kollegin Demir, du hast ja gerade Unwahrheiten aufgedeckt. Ich plädiere an dieser Stelle mal für einen Blickwechsel. Deutschland bleibt bisher übrigens bei seinen Möglichkeiten, unter seinen Möglichkeiten. Ein Gutachten des Sachverständigenrates für Integration und Migration aus dem Jahr 2021 kommt zu folgender Einschätzung. Zitat. In Deutschland sind die Einbürgerungszahlen vergleichsweise niedrig. 2019 hatten 12,6% der erwachsenen Bevölkerung Deutschlands nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Wer keine Deutsche oder kein Deutscher ist, kann die Vertreterinnen und Vertreter des Volkes, so wie hier, nicht ins Hohe Haus des Deutschen Bundestages wählen. Seit Jahrzehnten diskutiert unser Land die Frage der An- und Zugehörigkeit so, als ob die Menschen Schlange stehen würden, um sich einbürgern zu lassen, weil es so einfach und so schnell ginge. Das ist mitnichten der Fall. Die meisten Menschen, die sich einbürgern lassen wollen, müssen diesen Prozess jahrelang vorbereiten. Wir machen es den Menschen nicht leicht, die Staatsangehörigkeit zu bekommen. Im Gegenteil. Wir leben inzwischen mit anderen modernen Einwanderungsländern in Konkurrenz. Wir erschweren die Einbürgerung an vielen Stellen unnötig. Und das ist der falsche Weg, meine Damen und Herren. Noch immer verlangen wir von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die die Kompetenz mitbringen, zum Beispiel in 2 oder mehr Sprachen zu sprechen, 2 oder mehr Kulturen zu pflegen, mit unterschiedlichen historischen Bezügen die Welt zu verstehen, sich nur für eine dieser Möglichkeiten zu entscheiden. Wieso wird man eigentlich vor diese Wahl gestellt? Das ist absurd. In einer globalisierten, mobilen Welt ist die Kompetenz, sich in verschiedenen Kulturen und sozialen Kontexten bewegen zu können, ein Vorteil. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, da müssen Sie zuhören, ich weiß, es tut Ihnen weh. Sehr geehrte Damen und Herren, die Anerkennung von Integrationsleistungen der ersten und zweiten Gastarbeitergeneration, fürchterliches Wort, ist an der Zeit. Gerade weil die Integration in den letzten Jahrzehnten allzu oft ohne die sehr spät installierten staatlichen Angebote funktioniert hat. Diese Menschen tragen einen wesentlichen Anteil an unserem Wohlstand. Sie haben viel und hart dafür gearbeitet. Aber angeboten haben wir diesen Menschen, die nun älter geworden sind, im Rentenalter sind, die deutsche Staatsbürgerschaft nicht. Sie mussten sie erwerben und haben dabei teilweise enorme bürokratische Hürden überwinden müssen. Daher brauchen wir ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht, das alle Menschen gleichermaßen durch den schnelleren und unkomplizierteren Zugang zur Staatsbürgerschaft würdigt und allen Einwohnerinnen und Einwohnern rechtlich die Mehrstaatlichkeit ermöglicht, meine Damen und Herren.
Gelingt uns dies, könnte Deutschland bei der Einbürgerungspolitik künftig zur Avantgarde gehören, so führende Migrationswissenschaftlerinnen wie Professor Dr. Petra Bendel vom SVR. Und das wäre doch mal was. Eine geänderte Gesetzeslage aber wird nicht sofort zu hohen Einbürgerungen führen. Auch das ist ein Irrschluss. Wir brauchen auch zu einer Erhöhung eine gute Kampagne gegen den Informationsmangel auf Seiten der potenziellen Neubürgerinnen und Neubürger. Denn manche Einbürgerungsberechtigte wissen überhaupt nicht, dass sie die Voraussetzungen für eine Einbürgerung bereits erfüllt haben. Andere wiederum schrecken vor den komplizierten Verfahren und langen Antragszeiten zurück. Daher müssen Bund, Länder und Kommunen für Einbürgerung die Werbetrommel rühren, tatsächlich, und alle Optionen sowie über Vorteile der Einbürgerung informieren. Wollen wir einen Wandel hin zu einem modernen, offenen Einwanderungsland, brauchen wir aber auch das Selbstbewusstsein eines Einbürgerungslandes. Eine würdigende Einbürgerungsfeier beispielsweise mit dem Überreichen der Urkunde finde ich persönlich daher eine gute Idee. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, eben, ich möchte mit einer Mahnung enden. Wir sollten uns mit diesen Debatten, und das geht vor allen Dingen auch an Sie, wir sollten uns mit diesen Debatten rund um Einwanderung und Einbürgerung gesellschaftlich nicht kleiner reden, als wir sind. Das schadet unserem Ruf im Ausland im Übrigen. Es macht uns unattraktiver für Einwanderinnen und Einwanderer und es verwehrt lang hier lebenden Menschen mit internationaler Biografie die Begegnung auf Augenhöhe. Wir sind ein starkes, ein wunderbares Land mit einer lebendigen Demokratie, meine Damen und Herren. Ministerin Faeser hat den Satz gerade aufzitiert von Max Frisch. Ich zitiere ihn ebenfalls von 1965. Wir riefen Arbeitskräfte, es kamen Menschen. Eigentlich müssten wir diesen Satz updaten. Eigentlich müsste er nun heißen, wir werden zukünftig weiterhin Menschen rufen und wir können nur hoffen, dass diese Menschen hier arbeiten und heimisch werden wollen. Ich freue mich nun, dass noch vor der ersten Ressortbeteiligung die Bundesländer und auch die Zivilgesellschaft beteiligt werden. Die Zeit drängt. Das parlamentarische Verfahren beginnt endlich. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort Konstantin Kuhle. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Staatsangehörigkeit ist das vornehmste Recht, das ein Land einem Ausländer verleihen kann. Und deswegen knüpft jedes Land der Welt strenge Voraussetzungen an die Verleihung der Staatsangehörigkeit. Und so ist es auch in Deutschland schon heute so, dass man über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen muss. Deswegen ist es auch heute schon in Deutschland so, dass man keine Straftaten begangen haben darf. Und deswegen ist heute auch im Aufenthalts- und im Staatsangehörigkeitsrecht geregelt, dass man in der Lage sein muss, sich selbst und seine Familienangehörigen zu ernähren. Wer eingebürgert werden will, der muss also in der Lage sein, von seiner eigenen Arbeit leben zu können. Und weil wir in Deutschland eine neue Migrationspolitik brauchen, die nach dem Grundsatz funktioniert, mehr reguläre, weniger irreguläre Migration, werden wir dieses Kriterium klarer fassen und wir werden es verschärfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und weil es genau richtig ist, sich dieses Kriterium anzusehen, ist es auch richtig, sich mit der Leistung derjenigen zu befassen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten in den deutschen Arbeitsmarkt eingewandert sind. Seit der Mitte der 50er Jahre bis zum sogenannten Anwerbestopp im Jahr 1973 kamen etwa 14 Millionen Menschen zum Arbeiten nach Deutschland. Übrigens sind ungefähr 11 Millionen davon wieder in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt. Aber viele von ihnen sind noch heute Teil der Gesellschaft. Sie haben hier Kinder bekommen, sie haben hier Enkel. Und all diese Menschen wissen sehr gut, was Arbeit ist. Deutschland hat einen sehr großen Teil seines Wohlstandes, auch diesen fleißigen Menschen aus Portugal, aus Spanien, aus Italien, aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Griechenland, aus der Türkei, aus Marokko und aus Tunesien zu verdanken. Hinzu kommen die Vertragsarbeiter in der ehemaligen DDR. Und ich will Ihnen das ganz klar sagen, ich finde es weltfremd und absurd, dass Menschen, die seit drei Generationen hier sind und arbeiten, nicht über die deutsche Staatsangehörigkeit verfügen. Das ändern wir jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gab im US-amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
die Parole No Taxation Without Representation, keine Besteuerung ohne politische Vertretung. Und wir reden in Deutschland über Menschen, die seit mehreren Generationen in die sozialen Sicherungssysteme einzahlen und über mehrere Generationen ins Steuersäckel einzahlen, ohne über das Wahlrecht zu verfügen. Da wird sich doch jedes klassische Einwanderungsland auf der Welt totlachen, dass wir diese Menschen nicht längst eingebürgert haben. Es ist gut, dass wir das ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die politische Linke, Sie haben es heute nicht gemacht, aber ich höre es immer wieder, fordert regelmäßig ein Ausländerwahlrecht. Wir sollten genau den umgekehrten Weg gehen. Wir sollten aus diesen Menschen Staatsbürger machen, damit sie als Staatsbürger das Wahlrecht haben und nicht das Wahlrecht auf Ausländer erstrecken. Das ist der richtige Weg und den gehen wir jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist ja schon darüber gesprochen worden, dass das andere erfolgreiche Einwanderungsländer auf der Welt so machen. Und es ist auch schon darüber gesprochen worden, dass es am Ende um die Umsetzung geht. Ich bin überzeugt davon, dass viele Menschen bisher sich nicht haben einbürgern lassen, weil wir auch nicht vernünftig dafür geworben haben, für den Tatbestand der Einbürgerung und weil wir uns verzagt und bräsig gezeigt haben bei der Durchführung dieser Einbürgerung. Ja, es gibt gute Bürgermeisterinnen und gute Bürgermeister und gute Landräte, die heute schon Einbürgerungsfeiern machen. Mit unseren Nationalfarben, mit unserer Hymne, mit einer Überreichung einer Urkunde, mit der Überreichung des Grundgesetzes. Das gibt es schon, aber eben nicht flächendeckend. Und deswegen schreiben wir jetzt Einbürgerungsfeiern ins Gesetz, weil die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit ein Grund zum Feiern ist. Darauf sollten wir stolz sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch bei der Frage der Mehrstaatigkeit will ich einmal darauf hinweisen, 65% derjenigen, die an der Wahl in der Türkei teilgenommen haben, 65% der Teilnehmer haben für Erdogan gestimmt. Das macht einen sehr nachdenklich, zu Recht. Aber es haben doch überhaupt nur 50% der Menschen mit türkischem Pass an der Abstimmung teilgenommen. Da wäre es doch völlig daneben, diejenigen zu bestrafen, die sich gerade nicht für Erdogan entschieden haben. Mehrstaatigkeit ist kein Wert an sich. Ich finde es gut, wenn Menschen in der zweiten, in der dritten Generation sich für den deutschen Pass entscheiden. Aber es nimmt doch niemandem etwas weg, wenn jemand, der auch noch eine Beziehung zum Herkunftsland seiner Eltern oder Großeltern hat, auch noch einen zweiten Pass in der Tasche hat. Und deswegen ist es gut, dass wir auch mit dieser Lebenslüge der deutschen Integrations- und der deutschen Staatsangehörigkeitspolitik aufhören. Und liebe Kollegen, ich will ganz zum Abschluss noch mal sagen, dass ich mich sehr über die, soweit ist es noch nicht, Einlassungen aus der Union gewundert habe. Es ist ja im Zusammenhang mit diesem Gesetz, was jetzt kommt, gesagt worden, es könnte dazu führen, dass mehr Menschen nach Deutschland einwandern. Ja, wer pflegt denn ihre Eltern? Wer kümmert sich denn darum, dass die Busse in Deutschland gefahren werden? Wer kümmert sich dann darum, dass in der Gastronomie gearbeitet wird? Der Arbeitskräftemangel ist doch mit Händen zu greifen. Wir hatten in dieser Woche eine Anhörung im Innenausschuss zum Thema Fachkräfteeinwanderung. Da ist gesagt worden, wir brauchen eine sechsstellige Anzahl Zuwanderung in den Arbeitsmarkt in dieser Zeit. Natürlich brauchen wir Menschen, die in den Arbeitsmarkt einwandern. Und wir werden mit diesen Plänen zum Ausdruck bringen, wir werden mit dieser neuen Staatsangehörigkeitsreform das Signal aussenden, wer in Deutschland durch Fleiß und Arbeit mitmacht, der kann schneller dazugehören. Und das ist genau der richtige Weg. Ich weiß nicht, was man da dagegen haben kann. Soweit Konstantin Kuhle, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP. Gibt es noch jemanden im Haus, der noch nicht seine Stimmen abgegeben hat? Dann würde ich nämlich jetzt die Wahlen schließen. Dann schließe ich jetzt die Wahlen und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer auch entsprechend auszuzählen. Die Ergebnisse gebe ich Ihnen später bekannt. Und die ja, damit ist also die Wahlmöglichkeit für die Abgeordneten beendet. Es geht ja um die Wahl eines Stellvertreters des Präsidenten. Edgar Naujok für die AfD ist angetreten und Mitgliedschaft in der Parlamentarischen Kontrollgremium ebenfalls für die AfD Jan Wenzel Schmidt. Ein Thema, das hier im Haus jetzt Stefan Heck für die Union. Im Land viele Menschen bewegt. Wir haben bereits im vergangenen Dezember darüber gesprochen. Und wir hätten, Frau Faeser, schon erwartet, dass Sie uns nach nun über einem halben Jahr endlich auch mal Ihren Gesetzentwurf dazu vorlegen. Sie bringen heute noch immer kein Gesetz ein, sondern haben sich dazu entschieden, als Regierungskoalition eine Aktuelle Stunde zu beantragen. Das ist in diesem Zusammenhang ja ein durchaus ungewöhnlicher Vorgang. Eine Aktuelle Stunde, wohlgemerkt, zu einem Vorhaben, auf das Sie sich 6 Monate lang nicht haben einigen können. Damit ist das Staatsangehörigkeitsrecht bei Ihnen jedenfalls in guter Gesellschaft von ja mindestens 30 weiteren Vorhaben, über die Sie derzeit in der Koalition sehr beherzt miteinander streiten.
Und ich muss Ihnen leider die Hoffnung nehmen, die ja gelegentlich geäußert worden ist, dass wir beim Thema Staatsangehörigkeit auf dieser Grundlage irgendwie zusammenkommen werden. Frau Faeser, man muss es so deutlich sagen, die Bilanz Ihrer Migrationspolitik nach nun etwa anderthalb Jahren im Amt, sie ist verheerend. Die von Ihnen angekündigte europäische Initiative zur Flüchtlingsverteilung ist schon nach wenigen Wochen komplett gescheitert. Der Zustrom an Fluchtsuchenden ist heute so groß wie nie zuvor, und Sie lassen Bürgermeister und Landräte komplett im Regen stehen. Stattdessen beschließen Sie im Deutschen Bundestag nun ein Gesetz, das auch denjenigen Ausländern ein Aufenthaltsrecht zukommen lässt, die ihre Identität bewusst verschleiern. Von der bislang versprochenen Abschiebeinitiative ist nichts übrig geblieben. Noch immer sind rund 300.000 Ausreisepflichtige in unserem Land, darunter auch Gefährder und Straftäter. Und es ist wahr, Sie wollen ausgerechnet in dieser Situation nun die Axt an unser bewährtes Staatsangehörigkeitsrecht legen. Der Doppelpass soll nicht länger die gut begründete Ausnahme bleiben, sondern künftig die Regel werden. Für uns als Union ist klar, wer sich hier gut integriert hat, wer unsere Sprache erlernt hat, wer die nötige Wartezeit erfüllt hat, der kann die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen. Und dabei sollte es auch weiterhin bleiben. Wir freuen uns über jeden, der sich zu unserem Land bekennt und das mit seiner Einbürgerung auch feierlich besiegeln will. Für uns, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist aber auch klar, dieser deutsche Pass ist nicht nur irgendein Dokument, er ist mehr als ein Stück Papier. Er steht am Ende und nicht am Anfang der Integration. Und das, finde ich, wird am deutlichsten daran, dass man staatsbürgerliche Loyalitäten nicht einfach aufteilen kann zwischen zwei oder gar mehr Ländern. Und Herr Kuhle, Sie haben über das Wahlrecht gesprochen. In der Tat, das beschäftigt auch uns, denn doppelte Staatsbürgerschaft, wie Sie sie vorsehen, bedeutet eben auch doppeltes Wahlrecht. Und die Probleme, die damit einhergehen, haben wir ja erst vor wenigen Tagen ganz auffällig bei den Wahlen in der Türkei beobachten können. Eine große Mehrheit der hier lebenden Türkinnen und Türken, darunter viele Doppelstaatler, hat ihre Stimme für den türkischen Präsidenten Erdogan abgegeben. Und ich finde, das muss uns große Sorgen machen. Das sind Menschen, die hier sämtliche Freiheitsrechte unseres Grundgesetzes genießen und gleichzeitig mit ihrem türkischen Pass für ein Regime stimmen, das all diese Werte mit Füßen tritt. Das ist das Gegenteil von gelungener Integration, zeigt deutlich, dass Ihr Konzept des Doppelpasses bereits jetzt gescheitert ist. Und Sie schlagen im Übrigen bei all den Ländern, die Sie genannt haben, gibt es ja wesentliche Unterschiede zu uns. Sie schlagen mit diesem Gesetz einen Weg ein, den kein anderes modernes Industrieland gewählt hat. Dort, wo das Staatsangehörigkeitsrecht liberalisiert wird, gibt es immer eine sehr selektive Migrationssteuerung, die sich an den Interessen des Aufnahmelandes orientiert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das, was Sie nun offenbar im Staatsangehörigkeitsrecht planen, den Gesetzentwurf kennen wir ja als Deutscher Bundestag noch nicht, ist ein fataler Irrweg, und er gefährdet den sozialen Frieden in unserem Land. Nichts daran ist modern. Es sind längst gescheiterte Ideen aus der integrationspolitischen Mottenkiste, und dort sollten sie auch bleiben. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Gülistan Yüksel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren auf den Tribünen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie Ihren deutschen Pass abgeben müssten? Wenn Sie Ihre Identität quasi verleugnen müssten, damit Sie in Ihrer neuen Heimat, in der Sie leben, arbeiten, Ihre Familie großziehen, dazugehören können? Damit Sie endlich mitbestimmen und teilhaben können an der Gesellschaft? Und das seit 30, 40, 50 Jahren. Ich kann Ihnen genau sagen, wie es sich anfühlt, nicht dazuzugehören, nicht mitentscheiden zu können. Ich war Mitte 30, als ich das erste Mal in meinem Leben wählen durfte. Ich habe zu diesem Zeitpunkt bereits 25 Jahre in Deutschland gelebt, gearbeitet und mich ehrenamtlich engagiert. Deutschland war längst zu meiner Heimat geworden, aber offiziell gehörte ich nicht ganz dazu. Mir fehlte die deutsche Staatsbürgerschaft. Das Gefühl, endlich meinen deutschen Pass in den Händen hatte und danach das erste Mal wählen durfte, kann ich nicht in Worte fassen. Der deutsche Pass ist eine Identität, ein Gefühl der Zugehörigkeit. Und er ist die Eintrittskarte, um an der Gesellschaft teilhaben zu können, mit allen Rechten und Pflichten. Obwohl ich erst so spät deutsche Staatsbürgerin wurde, hatte ich persönlich großes Glück. Als ich mit 8 Jahren als Tochter eines Gastarbeiters in Deutschland in die Schule kam, sprach ich kein Wort Deutsch.
Ich erinnere mich noch sehr gut an meinen ersten Schultag und besonders an meinen Lehrer. Zwar verstand ich die Sprache nicht, aber ich verstand das Gefühl, das er mir vermittelt hat. Es war das Zugehörigkeitsgefühl, das Gefühl, Teil der Klassengemeinschaft zu sein. Und dafür bin ich ihm bis heute sehr dankbar. Und mit unserer Reform des Staatsangehörigkeitsrechts machen wir als Ampelkoalition etwas Ähnliches wie mein Klassenlehrer. Wir tragen dazu bei, dass sich Menschen hier willkommen fühlen. Wir ermöglichen eine gleichberechtigte Teilhabe und wir stärken den Zusammenhalt in unserem Land. Die Union hat hier viele Jahre blockiert und will auch heute noch mit Falschbehauptungen Ängste schüren. Aber wir sorgen nun endlich dafür, dass die vielen Menschen, die seit Jahren hier in ihre Heimat gefunden haben, auch endlich Teil dieser Gesellschaft werden. Denn mit meiner Lebensgeschichte und meinen Erfahrungen bin ich nicht längst allein. Ende 2021 lebten 10,7 Millionen Menschen in Deutschland ohne die deutsche Staatsbürgerschaft. Mehr als die Hälfte von ihnen lebte seit über einem Jahrzehnt in Deutschland. Wir wollen diesen Menschen die deutsche Staatsangehörigkeit nicht unnötig mehr lange vorenthalten. Wenn die Kriterien des Einbürgerungsrechts erfüllt sind, können sie zukünftig schneller den deutschen Pass bekommen. Die Möglichkeit einer schnelleren Einbürgerung fördert die Zugehörigkeit und damit die Integrationschancen. Und das bestätigt nicht nur mein persönlicher Eindruck, sondern wurde auch vom IFO-Institut für Arbeitsmarkt- und Bildungserfolge nachgewiesen. Außerdem wollen wir endlich die Mehrstaatlichkeit ermöglichen, unabhängig vom Herkunftsland. Die Mehrstaatlichkeit ist in Deutschland bei bestimmten Herkunftsländern schon Normalfall. Das ist ja heute schon mehrmals angeklungen, sogar bei 70% der Menschen. Aber eben nicht längst für alle. So schaffen wir Gerechtigkeit und zwingen niemanden mehr, seinen Pass und einen Teil der Identität aufgeben zu müssen. Natürlich gilt dann diese Mehrstaatlichkeit auch für im Ausland lebende Deutsche. Sie müssen ihren deutschen Pass dann nicht mehr abgeben, wenn sie eine ausländische Staatsangehörigkeit annehmen. Damit erkennen wir endlich die Lebensrealität vieler Menschen an. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht auch die Hürden für die Einbürgerung der Gastarbeitergeneration senken. Sie kamen in den 60er Jahren nach Deutschland und hatten damals keinen Sprachkurs oder Integrationsangebote. Sie kamen her, um zu arbeiten und den Wohlstand unseres Landes mit aufzubauen. Wir wollen auch diese Lebensleistung anerkennen und wertschätzen. Deshalb ist es richtig, dass wir für diese Generation die Einbürgerungshürden senken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der überfälligen Reform des Staatsangehörigkeitsrechts zeigen wir, dass wir die Menschen nicht vergessen, die schon länger in Deutschland leben und einen bedeutenden Teil unserer Gesellschaft ausmachen. Ich bin mir sicher, wir alle hätten uns in meiner damaligen Klasse sehr willkommen gefühlt. Also sorgen wir gemeinsam dafür, dass dieses Willkommensgefühl auch in die Gesellschaft hier in Deutschland getragen wird. Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ist hierfür der Schlüssel. Vielen Dank. In der Aktuellen Stunde über das Staatsangehörigkeitsrechtsreform, so heißt es korrekt, von den Ampelfraktionen hier heute eingebracht, hat jetzt als nächster Redner gleich für die FDP Stefan Thomé das Wort. Aber Yvonne Marquardt hier noch mit einer Ankündigung. Es läuft jetzt die Auszählung zum Stellvertreter der Präsidentin für den AfD-Kandidaten Edgar Naujok und wir werden dann Ihnen gleich das Ergebnis auch mitteilen können. Doch zunächst Stefan Thomé. Meine Damen und Herren, die Ampelkoalition leitet einen Paradigmenwechsel in der Einwanderungs- und Migrationspolitik ein. Wir setzen mehr Anreize für reguläre Einwanderung in den Arbeitsmarkt und dämmen die irreguläre Migration von Menschen ein, die weder vor Krieg und Gewalt fliehen, noch als politisch Verfolgte Asylanspruch haben.
Die Union verbreitet pausenlos, dass die Ampel die falschen Anreize setzen würde. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, meine Damen und Herren. Jahrzehntelang hat die Anspruchseinbürgerung es doch den Menschen leicht gemacht, eingebürgert zu werden, die gleichwohl unzureichend integriert gewesen sind. Und dann hat die Union nichts geändert in all der Zeit. Wir knüpfen jetzt die Anspruchseinbürgerung an eine gelungene sprachliche, rechtliche und wirtschaftliche Integration. Und da möchte ich drei Punkte aufzählen, die uns wichtig sind. Erstens, die Einbürgerung ist Anerkennung. Anerkennung einer Integrationsleistung, manchmal sogar eine Lebensleistung. Sie ist Anerkennung für geleistet, und das ist ein liberales Prinzip, ein Zeichen der Wertschätzung und zugleich Ansporn und Beispiel für viele Menschen. Und deswegen ist die Einbürgerung auch ein Zeichen in die eigene Gesellschaft hinein, dass Einwanderung gelingen kann. Oft ist ja Migration negativ konnotiert, aber weil wir auch gute Beispiele für gelungene Einwanderung haben, deshalb sollten Einbürgerungen auch nicht die Ausnahme, wenngleich auch doch etwas Besonderes sein. Und deshalb wollen wir die Einbürgerung in festlichen Zeremonien, Einbürgerungsfeiern öffentlich sichtbar machen. Zweitens. Die Einbürgerung ist ein Anreiz. Weil die Einbürgerung die Anerkennung einer Integrationsleistung darstellt, ist zugleich auch ein Anreiz für andere. Sie wird ein Teil unseres Aufstiegsversprechens. Wer sich anstrengt, der soll das nicht umsonst tun. Wer durch eigene Anstrengung und Leistung bestimmte Voraussetzungen erfüllt, der hält einen rechtlichen Anspruch auf seine Einbürgerung. Und diese Voraussetzungen, die formulieren wir jetzt klarer und eindeutiger, als es bislang der Fall gewesen ist. Voraussetzung eines Einbürgerungsanspruchs ist, ich habe es schon aufgezählt, die sprachliche, rechtliche und wirtschaftliche Integration. Wir werden da ein paar Ausnahmen auch zulassen bei der sprachlichen Integration, zum Beispiel bei den über 67-Jährigen der Gastarbeitergeneration. Da verzichten wir auf einen förmlichen Sprachtest des Sprachniveaus B1, denn wer als Gastarbeiter oder Vertragsarbeiter schon vor Jahrzehnten ins Land gekommen ist, aber nie ein Angebot für einen Sprachkurs erhalten hat, für den soll es nicht schädlich sein, wenn er keine Chance hat, den Sprachtest des Niveaus B1 zu bestehen. Wir wollen zweitens wirtschaftlich den Einbürgerungsanspruch auch daran knüpfen, dass jemand den eigenen Unterhalt für sich und für seine Familie auf seine eigenen Hände Arbeit bestreiten kann. Und nur dann soll eine Ausnahme gelten, wenn jemand zwar Vollzeit beschäftigt ist, aber gleichwohl nicht aus seiner Vollzeitbeschäftigung seine Familie ernähren kann und das nicht ausreicht, denn mehr als eine Vollzeitbeschäftigung kann man von niemandem verlangen. Und schließlich verlangen wir als Drittes von jedem, der eingebürgert werden möchte, dass er in Einklang mit unserer Rechtsordnung steht und straffrei geblieben ist. Er darf zum Beispiel nicht in einer Mehrehe leben, er muss die Gleichberechtigung von Mann und Frau anerkennen. Und es wären sogar Bagatelldelikte einbürgerungsschädlich, wenn sie einen antisemitischen, rassistischen oder menschenverachtenden Hintergrund haben. Und deshalb werden wir auch künftig eine Sicherheitsabfrage vorschreiben, um auszuschließen, dass Menschen mit extremistischen und verfassungsfeindlichen Bestrebungen eingebürgert werden können. Und schließlich, drittens, die Einbürgerung ist ein Bekenntnis. Einbürgerung ist in unserer Rechtsordnung keine Voraussetzung für ein Aufenthaltsrecht, dafür arbeiten zu dürfen, ein Unternehmen zu gründen, Familie zu haben oder Grundbesitz zu haben. Man kann auch als Ausländer dauerhaft in Deutschland leben, sein Geschäft nachgehen, eine Familie gründen oder ein Haus bauen. Man muss nicht Deutscher sein, um hier seine Existenz dauerhaft zu haben. Aber die Einbürgerung, der Antrag auf Einbürgerung ist auch eine politische Aussage, ist ein Bekenntnis, das sich als Teil dieser Gesellschaft empfindet. Ein Bekenntnis zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, zu unserem Staat, unserer Form der Demokratie, unserer sozialen Marktwirtschaft, unserer Art zu leben. Und deshalb ist ein solcher Antrag auch eine politische Aussage. Und es wäre selbstwidersprüchlich, Teil dieser Gesellschaft werden zu wollen und gleichzeitig den Common Ground dieser Gesellschaft abzulehnen. Als Fazit will ich festhalten, damit komme ich zum Schluss, Frau Präsidentin, wenn die Union von Verramschung der deutschen Staatsbürgerschaft spricht, dann geht das völlig an dem Gesetzentwurf vorbei, den wir in Kürze vorlegen werden. Es reicht nicht einfach,
nur lange genug in Deutschland zu leben, sondern wer die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben will, der hat Respekt und Würdigung seiner Lebensleistung verdient. Und das ist die Quintessenz dessen, was wir uns einem modernen Staatsbürgerschaftsrecht vorstellen. Vielen Dank. Und der letzte Redner in dieser Debatte, wie so häufig bei Debatten, ist Dirk Wiese von der SPD, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Diese Ampelkoalition ist angetreten, um mit Lebenslügen in der Einwanderungspolitik in diesem Land aufzuräumen und Lebensrealitäten in diesem Land endlich anzuerkennen, was viel zu lange nicht passiert ist. Und ich will das sehr deutlich betonen, wo wir das machen. Wir haben als Ampelkoalition bereits das Chancenaufenthaltsrecht auf den Weg gebracht, weil wir denjenigen Menschen, die in unseren Nachbarn sind, die in unseren Dörfern wohnen, in unseren Kiezen letztendlich wohnen, die lange hier sind, die immer in diesem Status der Kettenduldung Unsicherheiten gehabt haben, die aber hier ihre eigenen Hände Arbeit, ihren Lohn verdienen, denen Sicherheit zu geben. Und das ist eine Anerkennung von Lebensrealitäten. Und es ist gut, dass wir hier als Ampelkoalition vorangegangen sind. Und es ist auch gut, dass wir als Ampelkoalition ganz klar sagen, dass wir ein modernes Einwanderungsrecht für dieses Land brauchen. Und ich will das sehr deutlich machen. Wir merken es alle in unseren Wahlkreisen. Wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen Arbeitskräfte. Wir werden das nicht mehr schaffen aufgrund der demografischen Entwicklung in den nächsten Jahren. Und es ist richtig, genau hinzuschauen, wie wir das hinbekommen können. Und wir werden es nicht mehr durch die innereuropäische Migration alleine schaffen, weil mittlerweile in vielen Ländern der Europäischen Union die gleichen demografischen Herausforderungen sind. In vielen dieser Ländern, gerade auch Polen, Tschechien, Rumänien, letztendlich auch mittlerweile Arbeitskräfteengpässe sind. Und darum brauchen wir ein modernes Einwanderungsrecht, was Regeln gibt, wie Menschen zu uns kommen können, die sich dann hier ein neues Leben aufbauen können, die ihre Familie mitbringen können und Teil dieser Gesellschaft dann auch werden können. Da wollen wir gemeinsam mit dem Einwanderungsrecht ansetzen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn diese Menschen dann zu uns kommen, wenn sie hier hinkommen, wenn sie einen Arbeitsplatz gefunden haben, wenn sie sich eine Existenz aufbauen, wenn sie mit ihrer eigenen Hände Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen, wenn sie sich in die Gesellschaft integrieren, dann ist es doch auch richtig, diesen Menschen auch Teilhabe in diesem Land zu ermöglichen. Und Teilhabe in diesem Land zu ermöglichen heißt, dass sie wählen können, dass sie Teil dieser Gesellschaft letztendlich werden können. Und die Anerkennung dafür, dass sie diese Integrationsleistung auch machen, das ist dann die Verleihung der Staatsbürgerschaft. Und wir verramschen hier nichts, sondern wir anerkennen, dass Menschen hier arbeiten, dass Menschen sozusagen sich zu diesem Staat auch bekennen. Und das ist eine richtige Entscheidung, die wir machen. Und ich muss schon sagen, es ist etwas, was viele andere Länder auch in unserer Nachbarschaft schon längst machen. Und darum ist richtig, dass die Ampel hier vorangeht. Hier wird nichts verramscht, hier wird Lebensrealität anerkannt. Und das bringen wir als Ampelkoalition auf den Weg. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktion, ich muss schon sagen, Frau Lindholz, Herr Kollege Heck, Herr Kollege Amthor, man ist manchmal schon ein bisschen sprachlos über Ihre Redebeiträge. Ich habe manchmal das Gefühl, nachdem Friedrich Merz 2002 als Fraktionsvorsitzender abgewählt worden ist, dass Sie irgendwie seitdem in so eine Art Winterschlaf verfallen sind. Dass Sie 2002 sich in den Winterschlaf verabschiedet haben und im Jahr 2023 wieder aufgewacht sind. Ich meine, wo sind denn die Initiativen Ihrer Fraktion gewesen? Armin Laschet, ein Befürworter der doppelten Staatsbürgerschaft aus Nordrhein-Westfalen. Man hört es nicht mehr. Ab und zu sehen wir noch Lichtblicke, dass 22 Kolleginnen und Kollegen in Ihrer Fraktion nicht mitmachen bei ihrer restriktiven Zuwanderungspolitik, weil sie sehen, dass das Chancenaufenthaltsrecht eine Möglichkeit in diesem Land ist, weil es Lebensrealitäten anerkennt. Und ich kann nur sagen, und da ist der Zwischenruf des Kollegen Kuhle völlig richtig, Sie sind mit Ihrer jetzigen Politik eine Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Das ist es, wo Sie sich hinbegeben. Und ich will das auch sagen, weil ich das schon schockierend finde hier, wie Sie damit teilweise umgehen. Mein Bundesland Nordrhein-Westfalen ist wirtschaftlich deshalb so erfolgreich geworden, weil es von Gastarbeitern mit aufgebaut worden ist. Im Bergbau, unter Tage, in der Stahlindustrie haben Arbeiter Hand in Hand dieses Land wieder vorangebracht und aufgearbeitet. Und da habe ich von Ihnen heute nichts zugehört. Diese Gastarbeitergeneration, die verdient Anerkennung und die verdient nicht, dass man ihre Lebensleistung, wie Sie es heute gemacht haben, hier mit Füßen tritt. Das ist schäbig, wie Sie hier diese Debatten letztendlich führen.
Und lassen Sie mich das ganz deutlich sagen. Es gibt ja manchmal noch Lichtblicke in der CDU-CSU. Ihr Fraktionsvorsitzender, der hat ja grundsätzlich Schwierigkeiten zu gratulieren. Aber als das 60 Jahre Anwerbeabkommen gewesen ist mit der Türkei im letzten Jahr, da war ein Beitrag Ihres Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, den wollen Sie ja als Kanzlerkandidat hier in der Fraktion nicht haben. Ich weiß, da müssen Sie noch ein bisschen diskutieren. Der hat Worte gefunden, der hat dafür Anerkennung gefunden. Das heißt, es gibt noch Hoffnung in dieser Union, der auch nicht Kriegsflüchtlinge als Sozialtouristen letztendlich diffamiert. Von daher gibt es noch Hoffnung und wir werden hier jedenfalls vorangehen und das auf den Weg bringen. Und lassen Sie mich einen Punkt zum Schluss sagen, Herr Amthor. Ich habe diesen Klamauk-Debattenbeitrag von Ihnen ja gerade auch gehört. Ich muss Ihnen aber eins sagen, und das ist was ganz Entscheidendes. Diejenigen, die bei uns eine Einbürgerungsperspektive können sollen, die dürfen keinen Ärger mit der Justiz haben. Und ich will es mal ganz deutlich sagen, viele von denen arbeiten jeden Tag, tun, was sie können für dieses Land. Und mit der US-Justiz haben die jedenfalls noch keine Berührungspunkte gehabt. Vielen Dank. Die Aktuelle Stunde zur Staatsangehörigkeitsrechtsreform. Der letzte Redner, Dirk Wiese. Und mal sehen, ob es jetzt das Ergebnis gibt oder ob es jetzt weitergeht. Die Aktuelle Stunde beendet.